Ja, Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem kleinen kurzen Video, zu meinem kleinen Yorkshire Terrier Video. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja hier die Scarlett und jetzt hat sie das Bällchen irgendwo hingelegt, keine Ahnung, jetzt muss ich mal kurz zurück. Ja, wo ist das Bällchen? Ja, hier mal gucken, wo Bällchen, schnell! So, jetzt rennt sie, jetzt holt das Bällchen, jetzt hat sie es gesehen. Da, jetzt hat sie es gesehen, ja komm, fein! Fein, mein Schatz, fein! So Leute, jetzt nochmal. Ich begrüße euch mal ganz herzlich hier wieder zu dem nächsten kleinen Video mit Scarlett und mir. Wie ihr wisst, habe ich ja vor kurzem noch ein kleines Video gedreht mit Scarlett, wo die noch so ganz klein war. Jetzt ist sie 6 Monate, also ein halbes Jahr. Sie ist stubenrein, sie macht doch nichts, echt super. Und ich habe dir schon so ein paar kleine Sachen schon beigebracht, wie mit Beute zum Beispiel. Ne, da guckt sie auch so. Und dann wollte ich euch gleich mal jetzt mal kurz mal ein bisschen präsentieren, was ich so ein bisschen beigebracht habe. Wie gesagt, ohne Leine laufe ich immer noch. Ich laufe mehr ohne Leine wie mit Leine. Ne? Und weil sie einfach besser hört, ohne Leine. So, auch wenn sie ein Hund kommt, die geht so schön bei mich. Und ja, das ist echt genial, ist sehr schlau, die Kleine. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch jetzt mal kurz was präsentieren. Was ich ihr beigebracht habe, ein Mini-Yorkshire mit 6 Monaten. Scarlett, sag mal hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, sag mal hallo. Ja, fein. Da, lauf. So, Freunde, hier ist zum Beispiel das Bällchen. Und hier, nein, ist die Beute. Hier ist die Beute. Jetzt passt mal auf, Leute, was ich jetzt mache. Nein, nein. Krieg die Beute. In die Hand. In die Hand. Fein. Fein. So, Leute, jetzt passt auf. Jetzt habe ich hier lecker schön. Jetzt schmeiße ich das. Leckerchen! So Leute, ich habe hier noch ein Leckerchen. Leckerchen! Prima! Fein! Scarlett! Leckerchen! Jetzt habe ich hier noch ein Leckerchen, genau vor ihre Füße. Leckerchen. Prima. Prima, mein Schatz. Prima. Jetzt habe ich ein Leckerchen in der Hand. Leckerchen. Fein. Jetzt verteile ich 3 Leckerchen auf dem Boden. Jetzt verteile ich 3 Leckerchen auf dem Boden hier. Leckerchen. Fein. Fein. Jetzt habe ich die Beute. Wie gesagt, ich schmeiße die Beute weg und die reagiert nur dann, wenn ich sage, kriegt die Beute. Fein, fein gemacht, fein gemacht. Leckerchen. Fein. Freunde, guck mal, jetzt schmeiße ich die Beute weg. Nein. Jetzt guckt sie. Beute. Wie gesagt, achtet mal drauf, die guckt mich erst an, Augenkontakt und dann rennt die erst. Komm her. Fein. Fein. So, Scarlett, jetzt machen wir nochmal. Jetzt guckt mal hier, die hat ihr Leckerchen verdient. Leckerchen. Fein. So, Leute, jetzt passt mal auf, ich schmeiß die Beute und dann guckt die mich erst an und dann holt ihr es erst.
Fein. 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 Schön, fein gemacht. Und Leute, jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal richtig auf. Jetzt schmeiße ich die Beute. Die kommt erst zu mir und dann rennt die zu der Beute. Scarlett, Leckerchen. Pass mal auf. Komm her, Scarlett. Komm her. Jetzt pass mal auf. Komm her, Scarlett. Komm her. Ja, komm her, Papa. Komm her, Papa. Beute. Fein. Fein, 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 fein gemacht. Fein. Fein. Ja, komm her. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Komm her, Papa. Komm her, Papa. Komm her, Papa. Beute. Fein. Toll. Toll, mein Schatz. Ja, toll. Fein. Beute. Zu Papa. Zu Papa. Nee, die Beute. Hol die Beute. So. Fein. Fein. So machst du das fein. So machst du das fein. Ja. Fein. Und ich habe hier noch, das nennt sich Klicker. Immer wenn die was Gutes gemacht hat, dann muss man halt immer so drauf klicken. Einmal immer nur. Und dann hört die auf dieses Signal. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Beute. In die Hand. In die Hand. Fein. Fein gemacht. Fein. Leckerchen. Fein. So, jetzt pass mal auf. Jetzt habe ich natürlich das Leckerchen hier in meinem Mund. So. Kann ich gar nicht. Scarlett, Pause. Leckerchen. Fein. Wo ist die Beute? Jetzt versuche ich mal, dass die Beute hier liegen bleibt. Und ich nehme jetzt ein, zwei Leckerlis. So. Beute! Prima! Prima, mein Schatz! Prima! Fein! Hast du fein gemacht! Hast du fein gemacht! Fein! So. Ich wiederhole das jetzt mal wieder. Hier ist die Beute. Hier ist der Leckerli im Mund. Pause. 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 Nein. Jetzt ist sie durcheinander. So, jetzt tue ich sie mal wieder hier hin. Pause. Leckerchen. Beute. Küchenbeute. 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 Gib Papa die Beute. Fein. Fein, mein Schatz. Fein. Ja. Fein. Ja, Freunde. Jetzt habt ihr mal ein bisschen gesehen, meine kleinen Kunststücke, die ich der Kleinen schon beigebracht habe. Und ja, wie gesagt, einfach nur klasse. Es macht doch Riesenspaß, ihr so ein paar Sachen beizubringen.
ja, wie gesagt, das ging auch relativ total schnell, weil die hat so einen Lerninstinkt, also das ist echt klasse. Die möchte auch gefordert werden, das heißt also, wenn ich auch so jetzt Essen in ihrem Töpfchen reingebe, so sagen wir so Trockenfutter, ja, dann isst die das kaum. Die möchte immer gefordert werden, wie zu viel, Papa, schmeiß mir Essen zu oder spiel mit mir. Und manchmal mache ich auch so, dann verstecke ich das, da verstecke ich die Beute, ja, irgendwo verstecke ich die. Und dann geht er in die Küche und sagt, wo ist die Beute, ne? Komm, Escalette, hier hin. Dann sag ich immer, so, dann verstecke ich die Beute und sag, wo ist die Beute? Ich glaube, das machen wir auch jetzt mal. Ich zeige euch das mal. Wo ist der Papa? Wo ist der Papa denn? Ja, wo ist der Papa denn? Wo ist der Papa denn? So. Scarlett? Wo ist die Beute? So Leute, da sucht ihr schon. Wo ist die Beute? Hier ist die Beute. Ja, willst du die Beute? Willst du die Beute? Jetzt pass mal auf. Jetzt nimmt sie sich die Beute. Komm her. Fein. Ja, fein. Fein gemacht. Hast du fein gemacht. So, jetzt kriegst du ein Leckerchen. Jetzt pass mal auf. Ein Leckerchen, ne? So, fein. Fein. Richtig fein gemacht. So. Scarlett. Kriegst du die Beute? Fein. Fein, mein Schatz. Da, komm. Da kriegst du noch ein Leckerli. So, Freunde, jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes. Das heißt, Scarlett bleibt hier. Ich gehe jetzt weiter weg und die soll erst zu mir kommen und dann, dann zur Beute. Ich nehme aber jetzt erstmal ein Leckerchen hier raus. So, Scarlett, Pause. Pause. Scarlett, komm! Schnell! Komm! Komm jetzt hier schnell! Komm, Scarlett! Komm! So musst du hören. Fein! Fein! So ist schön! Nein. Leckerchen. Fischerbällchen. Oh. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen zu diesem kleinen Video für einen kleinen Mini-Yorkshire-Fan und ja, der sich auch so ein paar Sachen anguckt von mir. Wie gesagt, mit dem Training, das ist total einfach. Gerade wenn man hier so ein Leckerchen hier dabei hat, das ist auch gut für Hundetraining. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit denen Gassi geht oder so, nimmt immer so einen kleinen Beutel mit ein bisschen Leckerli da drin, was sie auch mögen. Und dann bei jedem schönen Tat, was der Rüde oder die Rüdin getan hat, gibt er dann immer so ein kleines Leckerchen ab. Und dann weiß euer Hündchen auch, dass... ja, die das Richtige getan hat und wird auch immer reich belohnt dafür. So, und so kommt ihr auch schnell an euer Ziel. Wie gesagt, ich bin noch weiter dran. Ich möchte der Scarlett noch so viel beibringen und ja, da kommt noch so viel auf mich zu und viel Geduld braucht man natürlich und ja, mit viel Liebe dran gehen. Ja, und dann klappt das auch. So, ich würde mal sagen, bis zu meinem nächsten Video, Lost Place Video oder Fahrradvideo, wie auch immer. Euer Sascha, verrückte Touren, bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Abo da oder ein Like, da würde ich mich sehr drüber freuen. Haut rein, Freunde. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.